Ja, hallo. Ich darf mal wieder was auspacken, wie man hier vielleicht erkennen kann. Wir stehen diesmal in der Küche, das heißt, ich darf ein Küchengerät auspacken. Meine Frau ist bei konsumgöttinnen.de und dort haben wir die Gelegenheit bekommen, einen Philips Home Cooker zu testen. Normalpreis liegt bei 4,99. Ja, wir haben jetzt 2 Monate Zeit, das Ding zu testen. Und bei Nichtgefallen können wir es entsprechend zurückschicken. Und wenn es uns gefällt, dürfen wir es behalten. Bevor ich anfange, das Ding auszupacken, möchte ich kurz etwas auf der Internetseite vorlesen. Ich denke, das trifft das Ganze sehr, sehr gut. Hier sieht man, dass hier auch noch Katzen leben. Ja, die Katze haben wir entfernt. Es kann weitergehen. Ich wollte ursprünglich was vorlesen. Also, was macht den Home Cooker so besonders? Abgesehen von der Tatsache, dass Jamie Olivers guter Name draufsteht, legt die Besonderheit des Home Cookers gegenüber sämtlichen anderen Produkten auf dem Markt in der Kombination seiner 4 brillanten Funktionen: Zeitschalter, Temperaturregelung, automatischer Rührarm und Schneideturm. Durch die Kombination dieser Elemente wird es für Anfänger wie für erfahrene Köche gleichermaßen einfacher denn je, komplexe Geschmäcker zu kreieren, ohne lange in der Küche stehen zu müssen. Ja, insgesamt hört sich das ja schon mal sehr vielversprechend an. Wir werden dann sehen, ob das Ganze auch wirklich zutrifft. Ja, zuerst einmal wollen wir das Gerät auspacken, um zu gucken, was drin ist. Ja, Karton ist schon offen. Das liegt daran, wir haben vor 10 Minuten quasi schon mal ein Unboxing gemacht. Aber unsere Videokamera hat leider gestreikt. Wir haben also alles wieder reingepackt. Es sieht nicht mehr ganz so original verpackt aus. Wir haben aber unser Bestes gegeben. Also das bitten wir zu entschuldigen. Okay, also das Paket kam gut verpackt an, Luftpolster, Chip für das Gerät. Dabei war dann ein 10-Euro-Gutschein für den nächsten Einkauf bei Philips. Was sehr schade ist, ich habe erst vor kurzem was bei Philips gekauft. Zu spät. Gut, gucken wir mal, dass das Gerät da rauskommt. Das hat bei der ersten Funktion Videoaufnahme schon nicht so gut funktioniert. Und auch diesmal habe ich wieder schwer zu kämpfen. Kurz etwas aufräumen. Ja, hier ist das Gerät. Einmal von außen kurz. Das Besondere, wie gesagt, das Teil rührt selbstständig um. Ein Schneideturm, hatte ich auch vorgelesen, ist auch dabei, um halt Lauch, Möhren oder so weiter und so weiter halt direkt klein zu schneiden, was dann halt sofort in den Topf reinfällt. Ja, 2 Jahre Garantie. Was gibt es sonst noch zu sagen? Temperaturen von 40 bis 250 Grad sind möglich. Ein Timer ist mit drin von 0 bis 99 Minuten. 1500 Watt hat das Teil. Joa, wir packen weiter aus. So, als erstes Garantiebedingungen, nicht ganz so interessant. Dann einmal hier ein Hinweis, dass man sich doch bitte registrieren soll. Exklusiv gibt es dann Jamie Oliver Rezepte. Ja, unsere Katze hat leider wieder irgendwelche Lichter gesehen. Ganz gespannt. Naja, hoffentlich stört sie nicht weiter. Jetzt kommt dann auch unser Hund dazu. Das läuft wieder hervorragend. Wir versuchen mal einfach weiterzumachen, ganz ungestört von diesen Tieren. Ja, Bedienungsanleitung, verschiedene Sprachen, Holländisch habe ich gerade gesehen, Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch. So, dann das erste Highlight. Du musst mal wieder runter, Katze. So, das erste Highlight, also es ist ein Kochbuch von Jamie Oliver dabei, mit ein paar Gerichte. Okay, hier in Deutsch. Schokoladen-Kirschfondue hört sich ganz nett an. Geschmortes Obst mit Wildblumenhonig. Naja, gut. Rosmarinkartoffeln. Gedämpfter asiatischer Seebarsch. Ja, da sind ein paar ganz nette Sachen dabei, glaube ich, die man dann mal testen kann.
Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Ja, schon mal ganz nett. Wir gucken weiter in den Karton. Ich hole erstmal alles einfach raus und wir gucken es uns dann gleich im Detail an. Es ist wirklich also einiges an Zubehör dabei. Erstmal dazu, dann geht es jetzt zu den Details. Fangen wir erstmal mit dem Herzstück an. Das ist dann dieses Teil, hier unten das Heizelement. Man sieht hier vorne das Bediendisplay. Ich hoffe, man kann das sehen. Man kann also hier Temperatur rauf und runter, Timer rauf und runter und halt entsprechend steuern, ob der Rührarm entsprechend rühren soll. Ja, hier drin ist Strom, das man einfach so rausziehen kann. Das sieht dann zumindest danach aus, dass es sehr friemlich ist, das wieder da reinzumachen. Muss ich dann in der Praxis beweisen. Ja, es geht weiter. Mit einem Edelstahltopf. 3 Kilo fast das Teil. Wird einfach da drauf gestellt. Das passt sehr gut. Da wackelt auch nichts. Dann ein Rührstab. Hört sich für mich nach Plastik an, aber irgendwie relativ hochwertig. Schwer zu beschreiben. Passt auch nur einmal. 3 Liter, wie gesagt, maximal in dem Pott. Darüber hinaus geht es dann weiter. Man kann das hier so drauf tun und baut dann quasi sich ein Dampfgarer zusammen. Hier kommt also Wasser rein, dann entsprechend dieser Aufsatz und man kann dann hier entsprechend dampfgaren. Ganz nett ist halt hier die zweite Ebene, das heißt, wir können auf 2 Ebenen gleichzeitig dampfgaren und ein Gemüse oben Fisch oder so. Also auch kein Problem. Und als letztes dann natürlich ein Glasdeckel, den man hier drauf tut. So sieht das Gerät dann aus in voller Montur. Fürs Dampfgarn. Wenn wir das Getöse fürs Dampfgarn weglassen, der Deckel passt natürlich auch nur auf den ganz normalen Edelstahltopf. Okay, das lassen wir mal hier. Was bleibt, ist dann noch das letzte Paket mit dem Schneideturm. Auch das hole ich kurz heraus, um es dann wieder im Detail uns anzugucken. So. Ja, wunderbar. Also, es geht weiter. Auch hier wieder eine Bedienungsanleitung dabei für den Schneideturm. Dann haben wir 5 Einsätze, Schneideinsätze oder Raspeleinsätze, je nachdem halt, ob man schneiden oder raspeln will und wie fein. Also auch relativ üppig an Zubehör, wie ich finde. Ja, hier ist dann der Turm. Es gibt hier 2 Stufen, Stufe 1, Stufe 2. Extra Stromanschluss, das heißt, man kann natürlich jetzt dieses Schneideteil auch separat verwenden. Man muss das nicht nur für den Homecooker benutzen. Finde ich auch ganz nett. Ja, und hier ist dann der Aufsatz.
was man hier so reindrehen muss, relativ einfach. Hier oben kommt dann halt das Gemüse rein und hier soll es dann rausfallen. In Kombination mit dem Home Cooker sieht das Ganze dann so aus. Also es passt halt von der Rundung ganz gut und das fällt dann halt direkt in den Topf und man kann dann halt einfach so kochen. Ja, wie das Ganze sich dann in der Praxis bewährt, müssen wir dann testen. Okay, wir können uns auch hier noch eben die Kabelführung angucken. Bei dem Gerät ist es halt so, dass es aufgewickelt wird. Gefällt mir persönlich fast besser, weil es halt einfacher ist, aufzuwickeln wieder, so dass man es dann halt auch wirklich gut wegräumen kann. Wenn man es ausgewickelt hat, gibt es hier halt entsprechend die Führung, so dass man es dann halt auch wirklich klar hinstellen kann. Da wackelt also dann auch nichts. Das ist so ganz gut gelöst. Was ich auch noch nicht erwähnt habe, eben beim Betrachten von diesem Gerät hier hinten, um genau zu sein, hier ist halt der Ein- und Ausschaltknopf generell von dem Gerät und wir haben hier halt zwei Tragegriffe. Auch das finde ich ganz praktisch. Ich bin wirklich mächtig gespannt darauf und ich denke mal, das ein oder andere Video werden wir dann vielleicht noch machen von den Gerichten und uns dann entscheiden, ob wir das Gerät behalten oder ob wir es halt wieder zurückschicken. Ja, soweit das erstmal vom Unboxing quasi von dem Homecooker. Vielen Dank.